Gummo, 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 wir sind wieder hier bei Yokai Watch Puni Puni. Und zwar wieder einmal im Event mit der geheiligten Detektiv-Con-Musik. Jedenfalls glaube ich immer noch, dass es so ist. Change my mind. Apropos mind. Wir werden heute unsere Gedanken so weit fassen, dass wir uns wahrscheinlich nicht mal im Ansatz vorstellen können, wie groß die zweite Etage sein wird oder die zweite Welt oder wie auch immer sich das hier nennt. Jetzt gerade, wo ich mir diese Frage stelle, bin ich natürlich hier wild, in den Übersetzer reinzulunzen, und das heißt die ruinierte Laufgasse, der Wohnkomplex. Sind wir jetzt also dann doch im Krämerviertel, und zwar in der Wohngegend, in der Stadt, in der Gegend. Wir werden es herausfinden, es wird dementsprechend sehr jäh, und wir reden so ein bisschen über Inazuma 11 Victory Road, denn es gibt dazu einiges Neues zu erzählen, und ich habe das Gefühl, abgesehen von der Level 5 Vision, in die ich mit euch zusammen hineingedunst habe, hatte ich nicht allzu viel Möglichkeit darüber zu reden, daher wird es durchaus wild. Daumen nach oben sehr gerne reinhalten für den geheiligten Yokai-Support. Vielen Dank, meine Brudingos, und aktivieren Sie natürlich durchaus immer die Ehrenglocke, die ich jetzt gerade zwar in Sichtweite, aber nicht in Reichweite habe, um sie zu läuten. Daher läuten Sie sie bitte selbst, sollten Sie es noch nicht getan haben. Vielen Dank für Support und natürlich Grüße gehen raus. Das Event hier, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange es noch geht. Es ging ja schon los, als ich noch in Japan war. Also, weiß ich nicht, sollte ich da wahrscheinlich so 2 Wochen oder so sind ja, glaube ich, der Stand, wie ein Event läuft, right? Oder ist es wirklich ein ganzer Monat? Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Ich habe stellenweise das Gefühl gehabt, ja, so alle 2 Wochen kommt hier halt ein neues Update. Aber ich glaube, es ist einmal im Monat, oder nicht? Ich glaube, alle 2 Wochen gibt es halt neue Ranks, aber das war es halt auch im Grunde in Sachen Veränderungen. Ein Großupdate kommt ja meistens immer so nach einem Monat raus. Und nun denn, nachdem wir diesen Cringe geklärt hätten, mit die 2 wichtigsten Ulti-Seals, wobei dieser Kyrin oder wie der heißt, da ist einfach original wie eine Biermarke in Japan. Es gibt eine japanische Biermarke, die nennt sich Kirin. Wird aber mit Doppel-I geschrieben. Und ich glaube, dieser Gott oder wer auch immer das hier unten links, der zweite von links ist, ich glaube, dass sein Name Kirin war oder so. Wir können aber ansonsten gerne nochmal gucken, wenn das so wichtig ist für diverse Brüder da drin und da draußen. Also denn, wir machen ganz kurz Auge auf seinen Namen. Ich meine, mich selber interessiert das jetzt auch. Komm, wie hieß der nochmal? Ja, ja, mythische Bestie Kirin, alles klar. Und da wird sogar mit Doppel-I geschrieben. Die Schweine, das ist doch ein Product Placement. Genauso wie dieses verdammte Product Placement von Jibanyan im japanischen Fernsehen in TV Tokyo. Ja, ich hatte erzählt, dieser Chokbar Product Placement, absolut überwild. Was für ein Schmutz. Kann man wirklich nur hoffen, dieser Schokoriegel ist vegan. Weil alles andere kannst du doch die Kinder es nicht antun. Gerade, ne, man hört ja immer, Japan so das Land, das die geringste Toleranzgrenze von, halt, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das ist so traurig und peinlich zugleich. Ich könnte am liebsten weinen. Eine Laktoseintoleranz, das war das Wort, haha. Also, wir wissen ja, JapanerInnen da draußen haben eine miese Laktoseintoleranz. Mit so, hört man zumindest in den Weiten des Internets, ob das wirklich so ist. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es andere Länder, die haben noch eine größere Laktoseintoleranz. Ich würde ja ansonsten anders hingehen und einfach nur sagen, jeder Mensch ist laktoseintolerant, weil man sollte sowas nicht in sich reinpumpen. Aber in dem Falle denkt sich Shibanyan wahrscheinlich so, Mr. Krabs mäßig. Geld! Ich liebe Geld! Einfach das Gegenstück zu Mr. Krabs in Yokai Watch einfach gefunden. Shibanyan der Bre macht alles für das Geld. Wirbt für laktoseintolerante Produkte. Die Sau. Man kennt's. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen dann nach diesem anfänglichen Cringe langsam auch mal rüber zum Wichtigen. Ich meine, es ist nicht unwichtig, worüber ich hier gerade geredet habe. Nicht falsch verstehen, ja. Es ist sehr wichtig.
wenn man japanischen Kindern schon Schokoriegel bewirbt, dass diese dann auch mit, ich sag mal, pflanzlichen Milchalternativen unterstützt werden, möchte ich jetzt mal an der Stelle sagen. Ja, also mir egal, ob das jetzt Sojamilch oder Mandelmilch oder Weizenmilch oder was auch immer für eine Milch ist. Hauptsache, es ist keine Kuhmilch. Das wollte ich hier einmal ganz kurz gesagt haben, meine Fräuleins. Wir haben, by the way, die ganzen Belohnungen nicht angenommen, oder? Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ich würde aber sagen, ich mache das offscreen. Ihr habt doch gesehen, was es ist, ja. Wieder einige Brüder haben Geister geschickt. Aber ich habe das Gefühl, das bremst die Folge immer aus, ja. Wenn ich so 2 Minuten lang nichts anderes mache, als Geschenke anzunehmen. Ich meine, es sind nicht viele. Ja? Aber das summiert sich, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Aber, ne, wer weiß, so wenn wir jetzt mal irgendwie ein Part lang gar kein Thema haben oder so, ja, dann kann man das natürlich easy maken. So jetzt gerade, wo ich halt über dieses durchaus sehr wichtige Thema sprechen möchte. Ja, es geht hier immer noch um Inazuma 11, by the way. Na klar. Aber ja. Aber ja. Schokoriegel in Zukunft bitte nur noch mit Pflanzenalternativen. Dankeschön. Es gibt so viele pflanzliche Drink-Alternativen, zu denen man greifen kann. Warum muss man zum ehrenlosesten von allen greifen? Ja, das geht nicht in meinen Kopf. Ja. Von mir aus bietet einen puren Schokoladenriegel. Wisst ihr, wie ich meine? So ohne Milch, ohne Garnis. Ich weiß zwar nicht, wie das dann schmecken könnte, aber mir egal. Alles besser als das mit Kuhmilch zu mixen. Entschuldigen Sie. Ich musste mich bei diesem Gedanken ganz kurz übergeben. Ich war ganz kurz davor, wie man gemerkt hat. Also, Inazuma 11 Victory Road, meine KerleInnen. Ja, es ist eine wirklich sehr wilde Angelegenheit. Nach über 30 Jahren kommt das neue Inazuma 11 endlich raus. Wobei, ganz offiziell ist es noch nicht, ja. Nachdem Akihiro Hino gesagt hat, das Skript ist für 10% fertig, was die Storyline angeht. Ja, klar. Spaß beiseite. Es ging dabei, glaube ich, um den Anime. Oder um, ich glaube, das Skript für den Manga, der dann irgendwann vielleicht zu einem Anime wird. Man weiß noch nicht so ganz genau, aber Akihiro Hino war es ganz wichtig zu sagen, nee, das sind eigentlich noch keine 10%, es ist eigentlich schon viel mehr. So, Bruder, habt ihr davon mitbekommen, dieses Interview? Es war irgendein Interview mit einer Zeitung, mit einer Zeitschrift und da hat halt Akihiro Hino gesagt, einfach so gesagt, ja, also jedenfalls stand das halt da drin, ich weiß nicht, ob das irgendwie korrekt war, wahrscheinlich hat es Akihiro Hino einfach nur korrigieren wollen, nehme ich jetzt mal ganz stark an, weil irgendwie, weiß ich nicht, das falsch aufgeschrieben worden ist, aber in diesem Interview wurde gesagt, das Scripting für den Manga oder generell für Story zu Inazuma 11 Victory Road, da, was vielleicht in ein Anime münden kann, aber wahrscheinlich allerhöchstens erstmal in ein Manga, sei zu 10% fertig. Und er hat darauf halt eben revidiert und gesagt, nee, 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 das sind keine 10%, das ist eigentlich ein bisschen mehr. Aber er hat nicht gesagt, wie viel Prozent. Schwein, Schwein. Aber ihm war es wahrscheinlich einfach nur wichtig, die 10%, was ja eigentlich nach gar nicht mal so viel aussieht, das richtig zu stellen. Ne? Und da hat er auch getweetet, so ja, ich bin irgendwie auch die letzten Nächte irgendwie wach geblieben und so und habe relativ wenig geschlafen. Also der Bro, nicht nur Ehrenmann des Jahres, sondern eben auch wahrscheinlich Friedensnobelpreisträger dann am Ende des Tages ebenfalls, ja klar. Ne? So viele Hürden, die der Bruder sich macht. Muss man wirklich sagen, als CEO einer Firma da noch so krass zu sein, ich meine, wenn man sich jetzt mal irgendwie Junichi Masuda anguckt oder so, der scheint ja irgendwie nur da zu sein oder ich meine, gut, das ist das, was man von ihm sieht, er ist relativ unpersönlich, aber you know, I mean, das ist doch das, worauf es ankommt, ja, ist ein CEO einer Firma, ist er persönlich und taucht mal vielleicht in der Präsenz auf oder zeigt sich auch mal von seiner privaten Seite auf Twitter, ne, ich glaube natürlich, dass das jeder am Ende für sich selber entscheiden kann, aber für mich wirkt es halt irgendwie ein bisschen sympathischer, wenn sich ein CEO einer Firma
nicht nur hinstellt in einer Präsentation, sondern auch gleichermaßen irgendwie auf Twitter irgendwelche Struggles aus seinem Leben, irgendwelche Schwenks aus seinem Leben erzählt. Ich finde das voll interessant so. Ihr nicht, oder was? Schweine. Einfach nur Schweine. Kann man das denn nicht feiern? Ist doch ein fucking Ehrenmann. Von seinen ganzen Problemen zu erzählen. Aber dann sollte Akira Uino uns wirklich mal erzählen, was hat denn dieser Todesreiter mit Kirin zu tun? Ja, Kirin, einfach eine Biermarke in Japan. Gut, die machen nicht nur Bier. Ich habe das Gefühl, da gehen irgendwie Bierhersteller oder Alkoholhersteller irgendwie mit normalen Produkten Hand in Hand. So, es gibt Sapporo-Bier, es gibt aber auch, ich glaube, Sapporo-Produkte, die jetzt nichts mit Alkohol zu tun haben. Und Kirin-Produkte, die nichts mit Alkohol zu tun haben, wie zum Beispiel Kirin-Wasserflaschen. So absolut überwild. Ne, das geht irgendwie nur in Japan. In Deutschland wäre das schon längst irgendwie weggecancelt. Zu Recht, ne? Kommt man denn auch auf die Idee? Nein, gecancelt nicht. Es ist ja an sich, ich meine, Kirin ist wahrscheinlich so das Sony, wenn es um, ich sag mal, Getränkeprodukte geht. So, diese andere, ne, diese ganz andere aber auch, muss man sagen. Anyways, ja, kommen wir jetzt mal langsam rein in den geheiligten Inazuma-Lachs. Also, wir haben in Victory Road, das ist ja neben diesen Scripting-Geschichten, das war jetzt auch nur ein kleiner spontaner Schwenk, aber ich wollte das mal ganz kurz einbringen. Ja, es ist wirklich einiges, was man irgendwie auch rein durch Twitter erfährt oder wenn man irgendwie jetzt eine Level 5 Vision schaut. Denn etwas, was ihr garantiert mitbekommen habt, aber was ich trotzdem mal einbringen will, weil ich das ganz kurz mal nennen will, ja. Pokémon so ungefähr bei 1000 nach über 25 Jahren. Inazuma 11 wiederum 4500 Charaktere nach über 15 Jahren oder so. Wann kam das erste Inazuma 11? Vor 17 Jahren raus? 2006 auf dem DS oder so? Ich glaube zumindest das erste. Oder war es 2007? Irgendwie um diesen Zeitpunkt, ja. Und in der kurzen Zeit schafft es Level 5 einfach eine so große Anzahl an Charakteren rauszubringen, die für ein riesiges Franchise, oder was heißt riesig, also ich würde Inazuma 11 als groß auf jeden Fall einstufen. Es könnte natürlich, es hätte schon längst irgendwie so groß sein können, wie Yo-Kai Watch es war. Ich würde schon sagen, Yo-Kai Watch im Großen und Ganzen ist schon größer als Inazuma 11. Ja, aber es lag auch, glaube ich, so ein bisschen mit daran, dass die Serie halt eine mega lange Pause hatte. Was der ganzen Sache ja auch nicht so gut getan hat. Ne, diese Pause nach Galaxy. Danach kam ja nicht mehr allzu viel raus, außer so SD Re-Releases auf Smartphones und so. Aber 4500 Charaktere, eigentlich sogar mehr als 4500 Charaktere, die in Victory Road wiederkommen sollen. Ja, und da sehen wir halt Pokémon Karmesin und Purpur. Kriegt gerade mal so 200 hin. Ich glaube nicht, dass alle Pokémon, alle 1000 in diesem Spiel sind. Ich glaube, das macht Pokémon ja nicht mehr. Und Level 5 setzt sich hin und klatscht einfach 4500 Charaktere in ein Videospiel rein. Ne? Wo man sagen muss, gut, die haben jetzt wahrscheinlich, da hat nur ein ganz kleiner Bruchteil irgendwie eine persönliche Aura. Manche Charaktere waren ja irgendwie nur in irgendwelchen Mannschaften drin und auf die gab es jetzt keine weiteren Erwähnungen oder so, aber wenn man jetzt an die Anzahl der Charaktere geht, ist das schon krass. Und vor allen Dingen, dass alle von denen oder es sind nicht alle unbedingt. Die Webseite schreibt dazu Folgendes, und zwar so nach dem Motto, es gibt, however, Charaktere, die werden nicht ins Spiel zurückkommen. Das sind dann meistens irgendwelche Kooperationscharaktere, die vielleicht mal für irgendwas, keine Ahnung, stellt euch jetzt vor, ich hab keine Ahnung, ob das jemals der Fall war, aber Final Fantasy 15 Online oder Final Fantasy Online und Inazuma 11 Kooperation. Da wird jetzt wahrscheinlich dieser eine Kooperationscharakter wahrscheinlich nicht in das Spiel kommen. Ja, solche Kollaborationspartner-Charaktere zum Beispiel, die werden es nicht ins Spiel schaffen, zu großen Teilen, aber
Das sind ja immer noch, wie gesagt, über 4500 und absolut überwild, wie Level 5 das hinbekommen möchte. Ja. Animationsstudio, lass uns das auch nochmal ganz kurz abklappern. Ja. Mappa einfach. Ja, ich glaube, jeder, der im Anime-Segment unterwegs ist, hat schon mal von Mappa gehört. Einem, ich glaube sogar, einem in Tokio ansässigen Animationsstudio, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, Mappa kommt aus Tokio und geht da natürlich mit Level 5 Hand in Hand. Ich meine auch irgendwie, dass der Wortlaut von Mappa irgendwie bei einem, ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen hatte, aber ich hatte gelesen, dass es wohl hieß, Mappa, vielleicht war es auch Twitter. Und Akira Hino hat darüber geredet, so von wegen, wir kamen relativ schnell ins Gespräch und haben uns relativ schnell anfreunden können. Na gut, jetzt nicht anfreunden, aber wir kamen schnell ins Gespräch, haben uns relativ schnell gut verstanden. Und dann kam irgendwie die Frage auf, von wegen einer Kooperation. Und dann meinte Mappa wohl irgendwie sowas von wegen, wenn wir mit euch eine Kooperation machen, dann auf jeden Fall zu Inazuma Eleven. Ich glaube, das ist so der ungefähre Wortlaut. Nicht 1:1, aber es hieß so von Mappas Seite aus, wenn wir mit euch zusammenarbeiten, dann auf jeden Fall für Inazuma Eleven. So war der Wortlaut. Ich weiß jetzt nicht, ob man damit sagen will, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, wenn es um Yo-Kai Watch geht. Verpisst euch. So ungefähr hört sich das ein bisschen an, aber ich glaube, es ging halt einfach darum, dass wahrscheinlich Leute intern im Studio quasi so sind mit Inazuma Eleven. Ja, wahrscheinlich sogar irgendwie aufgewachsen damit, keine Ahnung, oder großer Fan der Serie und deswegen eben vielleicht so diese, man könnte schon fast sagen, Bevormundung, wenn man so möchte, ja. Diese kleine, aber feine Bevormundung, wenn es um ein Kooperationsprodukt geht. Aber hey, ne? Jeder da natürlich, wer mag, jedes Studio hat da ihre Präferenzen. Vielleicht kann man sich einfach nicht so viel unter Yo-Kai Watch vorstellen oder sowas. Das kann ja auch sein. Na, ich denke das schon, dass da natürlich ein bisschen eigene Energie auch drin steckt. Aber who cares am Ende des Tages, wenn am Ende trotzdem eins der größten Franchises von Level 5, und das ist halt nun mal Inazuma Eleven ebenfalls auch, neben Layton und Yo-Kai Watch und Fantasy Life dürfen wir nicht vergessen, ja. Wichtige, wichtige Marken, und das Mappa da eben sagt, jo, wir machen dann Schnapper, yeah. Ist auf jeden Fall eine sehr irrige Angelegenheit. Jetzt ist es wieder passiert. Jetzt ist es ebenfalls wieder passiert. Ich brauche dringend die neue Capture Card. Deswegen höre ich übrigens auch nur mit einem Ohr zu, weil ich auf die scheiß Klingel hören muss. Weil ich auf die Ava Media Live Gamer Extreme 3 warte. Wir haben im letzten Part drüber geredet, ja. Meine Riesentirade gegenüber den verdammten Ava Media Capture Cards. Und jetzt gerade passiert es natürlich wieder, dass das Verbindungssignal abbricht. Tut mir sehr leid. Ich hoffe, das passiert kein weiteres Mal. Wird's aber wahrscheinlich viel. Also es hat mich schon gewundert, dass im letzten Part nichts passiert ist, dergleichen. Aber ja, Mappa ist auf jeden Fall wirklich wild. Und ich bin auf die Animation in-game auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wer weiß, ob der Anime, sollte einer kommen, ja, ob der dann vielleicht sogar auch von Mappa animiert wird. Das wäre eine absolut wilde Angelegenheit, wenn Mappa sich ins Portfolio schreibt, wir haben Inazuma Eleven animiert. Nicht nur für Videospielsequenzen, sondern eben auch im krassesten Falle selber für einen Anime. Ja, der Anime zum Spiel vielleicht sogar. Ja, wenn dann Victory Road ein Anime bekommt. Ja, ihr hört, ich bin immer noch nicht ganz fit aus Japan. Es kickt immer noch rein. Der miese Reizhusten. Ja, wer weiß, wie viele Dobendans ich im Disneyland durch die Nase gezogen habe, aber ich kann euch sagen, einige. Einige. Na klar, man kennt's, durch die Schleimhäute geht's am schnellsten. Spaß beiseite. Ich habe es natürlich wie ein Zäpfchen verwendet. Ihr merkt schon, es wird nicht besser. Es wird nicht besser, deswegen kommen wir direkt jetzt mal hier zu den anderen wilden Angelegenheiten,
die Level 5 uns sonst noch so auf der Webseite, auf der alleroffiziellen Inazuma 11 Website verrät. Und das und vieles mehr jetzt hier auch nach dem Kampf, würde ich sagen. Wir haben auch schon einen neuen Start bekommen, wie es aussieht. Wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob wir es jemals schaffen, da überhaupt ansatzweise an alle diese Stäbe ranzukommen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. However, wir gehen mal auf die Inazuma 11 Website und schauen uns da mal ein bisschen Gameplay-Szenen an und machen natürlich wieder mal den Pokémon-Vergleich. Ne? Das ist immer wieder so. Aber was soll ich sagen? Beide Spiele oder auch hier Inazuma 11 wird auf der Switch erscheinen. Ja, es wird natürlich auch auf der PS5 rauskommen und die große Frage ist natürlich, welches Gameplay werden die auch in der Vision Direct, wollte ich gerade sagen, gezeigt haben. Wird es Switch-Gameplay gewesen sein? Wird es Developer-Gameplay, also vom PC aus gecaptured worden sein? Oder ist es am Ende vielleicht doch PS5-Gameplay oder sowas? Ja, anyways, wir haben natürlich hier einmal Unmei Sasanami und Haru Endo. Der Bruder soll wohl, wie ich weiß nicht ganz, ich habe es nur gehört, vielleicht liege ich falsch, aber soll der Bruder hier eventuell mit Mark Evans verwandt sein? Auf irgendeine gewisse Weise? Weil macht auf jeden Fall bei ihm mit den braunen Haaren mehr Sinn als bei Unmei, der Bro. Der ist ja wohl ein ganz anderes Pflaster. Mhm. Aber wahrscheinlich das Kind von Nathan, oder? Oder ist das jetzt gerade wieder zu viel Spekulatius? Ich weiß es nicht, aber irgendwie, wenn ich so an alte Teamkameraden von Mark Evans denke, da muss ich hier an Nathan denken, bei Unmei. Sage ich euch ganz klar, wie es ist. Vielleicht ist der Nachname auf Japanisch ja auch der gleiche. Also ihr seht ja auch hier keine, ich sag mal, gewestlichten Namen oder so. Ja, es sind die japanischen Namen. Umgedreht eben, ne? Also ich glaube, im Japanischen würde er ja Sasanami Unmei heißen und der andere Endo Haru. Oder Haru. Haru. Ganz wilde Aussprache im Japanischen. Anyways, das Gameplay zu dem Ganzen hier haben wir in Screenshot-Form. Und das macht es eben auch so ein bisschen besser, die Details sich anzulunzen. Wir sehen hier die Raimon Junior High, war schon direkt falsch. Es ist nicht die Raimon, glaube ich. Wir sind in einem komplett neuen Universum. Es ist ein komplett neuer Ort. Ja, lass es von mir aus irgendwie die Kirkwood in neu sein oder nicht die Kirkwood, aber ihr wisst, wie ich meine. Nicht Raimon, sondern Kirkwood. Diese andere Kirkwood. Das ist nicht die Raimon, das ist diese andere Raimon. Die neue Raimon. Eine neue Schule, die sich Level 5 ausgedacht hat und wahrscheinlich in das Universum der Inazuma 11 Welt integriert. Zusammen eben mit diesem geilen Gefährt, dem V-Caravan. Ich weiß den deutschen Namen allerdings nicht. Anyways, das ist eben das Gameplay von der Schule. Wir sehen Unmei, wilde Angelegenheit, also auch grafisch hier, guckt euch mal die Bäume an, die sind, und die Büsche vor allen Dingen auch, die scheinen mies detailreich zu sein, ich würde sagen, viel detailreicher, als man das in Karmesin und Popo jemals hinbekommen hätte, da sieht sogar die Leuchte hier, die Leuchtlampe besser aus, das Gebäude generell hat einen detaillierteren und hübscheren Eindruck und, zu Unmei sehen wir jetzt nicht ganz so viel, aber jetzt sehen wir hier im nächsten Gameplay-Screenshot schon die Sicht auf wahrscheinlich rechts das Fußballfeld, so wie man es eben kennt von eben solchen Schulen oder von der Raimon gerade, ja. Gegenüber des, ich sag mal, Hauptgebäudes war immer der Fußballplatz. Vielleicht ist es hier auch so. Vielleicht ist das aber auch nur irgendwie so ein kleiner Ascheplatz, wo man einfach nur trainiert. Ich meine, dieses Netz hier wirkt schon so ein bisschen Ascheplatz-mäßig. Oder trainingsplatzmäßig. Wir sehen einige SchülerInnen umher stolzieren. Ja, bisher nichts groß anders als ein Schwertschild, aber wahrscheinlich werden die hier nicht in 15 FPS rumlaufen. Außerdem sehen wir Unmei laufend durch die Gegend stolzieren und zwar mit Bodentexturen, die weiß ich nicht. Also Karmesin und Purpur. Ich glaube, ich muss am Ende nur dieses Spiel erwähnen oder diese beiden Spiele erwähnen und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Argument einfach absurdum geführt durch die Nennung des Spielnamens einfach. Ja, hübsche Sitzbänke. Ich wünsche, man könnte ein bisschen mehr Innenleben von der Schule sehen, statt so dunkle Räume. Verdammt nochmal, holy shit, ist die Schule aus oder was? Das stört mich ein bisschen.
Ansonsten schönes Wetter. Ne? Ich bin nicht nur der Wasserbewerter in Videospielen, sondern auch der Wetterbewerter. Datum, Wetter, Uhrzeit, meine Freunde. Und da klingelt es auf jeden Fall, wirklich. Auch gerade hier die, wie gesagt, die, ich komme nicht auf diese Marmortexturen klar. Es ist absolut hübsch. Das Ganze jetzt hier mit einer Dialogszene und Yunmei ist derjenige, der wohl spricht und sagt so etwas wie, warum diese Schule spielt Fußball? Sehr mysteriös auf jeden Fall. Niemand weiß, wie das passiert sein kann. Aber ja, er ist wahrscheinlich gerade hier am ersten Schultag und wundert sich, dass hier alle Fußball spielen. So würde ich das übersetzen. So, hä? Hier spielt, also die Schule spielt einfach Fußball. Hä? Ich hatte nämlich auch gehört, dass Schule nicht seins ist. Also, nee, Schule vielleicht auch, aber Fußball ist wohl gar nicht seins. Er will wohl, glaube ich, irgendwie eine Art Trainer oder so sein, aber ich glaube, die Storyline ist jetzt auch schon dahin, weil man ihn den Ball hat halten sehen in der, im Trailer. Das heißt, wahrscheinlich ist er genau wie Mark Evans ein Torwart. Aber ja, das Ganze wird dann hier kontinuiert mit dem anderen Bruder. Und zwar nennt er sich Yagyu Suruga. Und er sagt sowas wie, auf geht's, Yagyu-Fans. Es ist die After-School-Show-Party. Oder es ist Zeit für die After-School-Show. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Also er scheint wohl einen eigenen Fanclub zu haben, dementsprechend viel von sich zu halten. Und das natürlich auch durch seine... Boah, guckt euch mal seine Haare an. Das ist ja wohl wirklich... Da muss ich einmal ganz kurz raus. Ach du heilige Scheiße. Der Bro. Der hat sich die Dauerwelle bis zum Arsch gemacht. Man kennt's. Ansonsten schaut Yunmei natürlich auch dementsprechend verwundert so... Wenn er sich hinsetzt, ist seine Frisur dahin. Na klar. Und natürlich auch seine, Japan hat es irgendwie jetzt in den aktuellen Animes so mit, ich sag mal, verschiedenen Haarfarben, absolut überwild. Wir hatten irgendwie in Japan so ein Anime gesehen, so, wo eine Person mit, ich weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, mit roten und blauen Haaren unterwegs. Und ich muss irgendwie komplett an Fire Emblem Engage denken. So, what the fuck, was ist denn da mit, mit diesen ganzen Haarfarbenkombinationen los? Absolut überwilde Angelegenheit. Aber, ja, Fanclub, was für eine Sau. Und wir sehen auch hier, dass das die Art, wie Dialoge gehalten wird, ähnlich ist zu dem, was wir bereits aus den anderen Inazuma Eleven Spielen kennen. Also Hintergrund wird geblurrt oder Sicht auf einen Hintergrund, das ist wahrscheinlich hier ne, der Schulplatz, der Fußballplatz der Schule. Und geblurrt, wir sehen die Hauptcharaktere, die sich gerade hier unterhalten. Hier auch mit einem Blitz, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und es kommt wohl hier zu der ersten Animationsszene mit dem Beef zwischen eben Yagyu und Yunmei. Krass, dass ich mir die Namen merken kann, aber ich muss sie mir merken, denn das Spiel kommt wahrscheinlich dieses Jahr, vielleicht sogar in diesem Sommer schon raus. Und das ist alles, was ich an Gameplay zu zeigen habe, meine Kerle. Sehr viel trockener Scheiß, den wir uns heute hier reingezogen haben. Ich hoffe aber natürlich nichtsdestotrotz, dass es euch gefallen hat. Wo sind wir denn gerade hier minutentechnisch? Es ist schon ein bisschen länger. Holy shit, ich wollte noch eine Ziehung am Yokai Maten machen. Hat sich jetzt wohl erledigt. Aber ich bin wieder mal mies ausgeholt. Beim nächsten Mal hier der Boss und wir gehen aufs nächste Stockwerk. Werden wahrscheinlich sehr zu knabbern und zu strugglen haben. Dementsprechend wird es sehr lecker. Danke fürs Zuschauerisieren und bis zum nächsten Mal. Gehaben Sie sich wohl. Machen Sie es gut.